Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradamate. Es ist Montagabend und ich bin gespannt, was heute so kommt. Ich bin aber ein bisschen weitergespielt schon bei Player Shots, nicht so aus, als ob ich was weitergemacht habe. Da werde ich versuchen, das zu schaffen. Du musst mit Bundesliga und der Liga spielen. Wenn ihr Nehmer nicht verkauft, könnt ihr Nehmer und Werner versuchen, dafür die Aufgabe zu verwenden. Du musst halt gewinnen, oder? Vielleicht geh einfach runter Division oder so, dann. Vier separaten ist halt immer. Dann musst du das mit Franzosen an. Wenn es Mbappé und Werner hättest, wäre es noch praktischer. Sonst ist es ein bisschen zart. Da sind wir kurz davor beim Serie A. Da funktioniert es die Mechts einwandfrei. Werner ist komplett irre. Also. Da schaut es ein bisschen anders aus, weil da mein Team einfach nicht so gut ist. Und. Ich hoffe, dass ich dann am Freitag, so da haben wir noch nichts gespielt, ich hoffe, dass ich dann am Freitag, ich wollte noch mein Team zeigen, das geht echt super, weil ich habe in der Donnarumma aufgemacht, ich habe ein paar von La Liga Upgrades gemacht und ein paar La Liga Ligen SBC Teile gemacht und ja, er ist eigentlich ganz okay. Ich muss sagen, man merkt ein bisschen die Ballsicherheit im Vergleich zu anderen Goalies. Die Reflexe und so sind natürlich überragend. So, ein Insigne. Weiß ich nicht, aber er performt sowieso immer gut. Schon 309 Spiele mit ihm. Ja, echt traumhaft. das ist jetzt ein bisschen täuschend, glaube ich, weil ich irgendwelche anderen Modi gespielt habe, aber überragend, wirklich. Absolut überragend. Und wir schauen, was heute kommen ist. Und zwar. Diego Costa. Wow. Diego Costa, Liegen-SPC, Flashback-Karte. 99 Stärke, 99 Aggressivität, 83 Tempo, 92 Schießen, 89 Dribbling, 78 Passen, 50 Defense, 96 Physis, bist du. Schaut irre stark aus. Beweglichkeit und Balance nicht so gut, aber Passen und so. Schießen natürlich auch. Tempo, Dribbling vielleicht, aber schaut echt nice aus. Hochmittel Arbeitsraten, vierstellige schwacher Fuß ist okay, dreistellige Spezialbewegungen. Vierster ist natürlich immer besser. Was kostet es? Eine SBC und ich schätze, es wird kosten, ich schätze, 86 SBC. EA will nicht. Nein. Steigen wir noch mal ein. So. Wäre cool, wenn das Spiel wieder geht. Costa schaut ziemlich interessant aus. Das ist das genau. Themenziele. Das ist jetzt Headliners 1. Ich denke, nächste Woche kommt dann Headliner 2. Wieder mit so einem spielbaren Spieler. Ich bin immer überlegen, wegen Traoré zu machen. Ja. Ist schwer gerade ein bisschen, aber schauen wir nochmal. Costa. Ich schätze, es ist ein 86er SPC. A 84er SPC mit zwei Team of the Week Spielern, alter Schwede, sick. Kriegst du eine 90er Karte, 89er Karte für 84er Team? Ernsthaft? Wow. Ja, Lala war gestern. Cooles Wortspiel, gell? Sonst ist nichts kommen, scheinbar. Traoré Wascher. Silber geht noch 24 Stunden oder so. Da habe ich echt überlegt, den zu machen. Ich finde die Karte echt nice. Ich werde es aber wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Vielleicht mache ich noch, aber das muss ich mir noch überlegen. Okay, es gibt wiederholbare 81er Doppel-Upgrade. 81 plus Doppel-Upgrades. Schauen wir mal da rein. Kosten die einfach seltene Spieler? Selten Genosse 11. Ich habe keine seltenen Spieler, niemand hat seltene Spieler. Niedrig bis hoch. Qualität genau Gold. So, schauen wir mal, was wir da finden. Einfach. Vielleicht geht es ja eins hier aus, man weiß es nie. Den haben wir zum Beispiel. Okay, schaut gar nicht so schlimm jetzt aus. Schaut so aus, den haben wir discarded, oder? Ich glaube, wir haben discarded. Nein, ich habe verkauft. Ja. So ähnlich wie discarded. Den haben wir heute aufgemacht.
Dann haben wir dies gerade dann an, Kollegen. Den können wir verwenden. Den haben wir, glaube ich, noch auf der Transferliste. Ich denke, das war's dann, ne? AC Milan ist eine Mannschaft, wo wir nicht so weit weg sind. Also braucht es auch Teamchemie, so ist es nicht. Da haben wir noch einen Griechen. Und wir haben einen Haufen Stürmer, aber ich frage mich gerade, wie wir auf die Chemie da kommen. Da fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Mal einen Goalie rein vielleicht. Schauen wir mal, ob wir einen Trader über Goalie haben. Serie A wäre irgendwie cool noch. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich versuche das jetzt schnell zu machen. Irgendwie schreibt rein, ob ihr die SBCs oft machen werdet. Ich finde es interessant. Ich finde auch Kosten interessant für das Geld. Die Frage ist halt immer, überlegt, ob es wirklich dann brauchen könnt. Oder ob es nicht eh andere Optionen habt und er nicht mehr so reinpasst oder ihr nicht so viel spielen würdet. Klar, ist der Spanier. Allah, das ist schon ein interessanter Grund, vielleicht ihn zu machen. So und so. So. Und dann ihn da rein. Okay, ich brauche jetzt nur irgendwen aus dem Zentrum. Geht Mittelfeld? Das wäre lässig. Mittelfeld, Serie A, schauen wir, ob wir irgendwen noch haben. Da muss ja fast wer noch tradable sein. Den will ich nicht verwenden, eigentlich. Aber ich habe keinen anderen. Schauen wir, ob wir irgendwas haben. Tradable. Das ist jetzt ein armer Spieler, Happert. Podolski ist japanische Liga. Schwer, 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 da irgendwas zu finden, was da gut jetzt reinpasst. Das sind jetzt alle Spieler und irgendwie. Probieren wir es so. Machen wir es so. Passt. Eins machen wir. Sonst ist kein SBC kommen, was ich sehr schade finde. Also, es ist zwar dieses Upgrade kommen, was eh sehr teuer ist, aber es ist kein Challenge mehr kommen. Und ich schaue nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe, aber normal nicht. Und ja, das ist, na, leider. Okay, Headliner-Karte mehr jetzt da. Also, es ist bei diesen Blim. Traoré bin ich immer noch überlegen. Man hat noch ein paar Tage Zeit. Costa ist auch interessant. Ich schaue noch, ob er Ligen-SPC gekommen ist, aber ich weiß nicht, ob ich die erkennen würde. Professional, Eredivisie. Na, ist auch nichts gekommen. Jo, wenig zum Sagen heute. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Karten ein bisschen den Preis. So 84er, wenn's habt, 85er vielleicht. 84er, 83er könnten durchaus ein bisschen jetzt ansteigen. Wir machen dieses zwei seltene Goldspieler-Set noch auf und hoffen, dass da jetzt der Headliner drinnen ist. Aber schaut schlecht aus. Acker Walkout. Ja, ich werde das Munien. Nicht schlecht. 82er. Gratuliere. Und 81er. Ne, 282er. Ja. Auf jeden Fall schade. Und ja.
Costa ist auf jeden Fall interessant. Lala ist auch interessant, falls ihr noch nicht gesehen habt. Suarez geht noch 13 Tage, Arnold. Traoré geht noch 3 Tage. Also es sind schon einige interessante, das ist wiederholbar. Naja, schauen wir mal. Schade, dass nicht mehr kommen ist, es ist ja keine Aufgabe oder so kommen. Aber es ist halt Montag und Montag ist dann eher mau. Da ist leider gar keine Aufgabe gekommen. Na, schade, das wäre nämlich auch lässig gewesen. So, jetzt da fehlt noch ein bisschen was. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Leider nicht viel Neues, außer Costa. Ja, ich bin kurz davor, diese Aufgabe da abzuschließen mit dem Team, den Icon-Token. Und ja, schauen wir mal, was wir so anbieten können. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen. Wäre natürlich lässig. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, ciao.